Burger, Burger, Burger. Und die Kommentarspalte fragt sich, wie viel Burger kann der Mann noch essen? Gute Frage. Und ja, das frage ich mich auch. Lange ist es her, dass mir ein Zuschauer einen Spot empfohlen hat, doch ich freue mich, dass das mal wieder geklappt hat. Und wie gut dieser Burger ist, finden wir gemeinsam raus. Wartest du auf mich, oder? Ja, ja. Was geht, Bruder? Alles geht? Klar. Alles super. Wie heißt du, Bro? Suhaib. Randy, freut mich. Servus. Was, Karim? Alles klar? Ja, Mann, cool. Alter. Yes. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Frankfurt, Nähe Frankfurt. Wo sind wir hier? Neu-Isenburg. Neu-Isenburg. Stell dich mal kurz vor für die Zuschauer. Ich bin 20 Jahre alt, komme aus Dreieich. Ich habe sehr, sehr lange keine Folge mehr gedreht, wo mir einfach Leute auf Instagram was empfohlen haben. Heute sind wir wo? Der ist Harry's Soul Food. Er macht es schon seit 3 bis 4 Jahren. Und wir haben damals immer einen Dreieich-Burger gegessen. Er war immer so okay und dann kam er aus dem Nichts. Und wir vergleichen jeden Burger aus Frankfurt mit dem. Und bisher habe ich keinen besseren Burger gegessen in Frankfurt. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Ich glaube, diesen Burger kennt niemand. Deswegen wird der Titel wahrscheinlich auch sein: Diesen Burger kennt niemand in Frankfurt. Wenn ihr irgendwelche Spots habt, die ihr mir empfehlen wollt, so auf Instagram etc., schickt sie mir einfach. Mit dabei haben wir auch einen Mann, der sich gut mit Burgern auskennt. Der Hannes. Der Burger Hannes. Ich habe gehört, Randy geht zu einem Burgerladen, den noch keiner kennt. Ich muss ihn unbedingt ausprobieren. Ich hab Bock auf Burger. So, wie oft hast du hier jetzt Burger gegessen schon? 30, 40, 50 Mal. Ich war die letzten 2, 3 Monate nicht. Okay. Bisschen auf Diät. Auf Diät? Ja, ja. Schauen wir uns erstmal an, was es so alles gibt. Hast du jeden Burger hier schon gegessen und so? Ja, ja. Also, wir haben immer so einen Burger des Monats, den würde ich auf jeden Fall nehmen. Ich weiß, dass du auf Chili stehst, deswegen würde ich dir auf jeden Fall den Chili-Burger empfehlen und den Country-Burger. Der ist mit Speck und Ei. Speck und Ei. Team, wie geht's euch? Ja, gut, gut, gut. Harry Soul Food, oder? Ja. Wer ist denn Harry? Ja. Du bist Harry? Ja. Ist es dein echter Name? Natürlich nicht. Marketing. Was gibt es zur Auswahl, Ladies and Gentlemen? Wir haben einen Hamburger für 9,90 und als Menü kostet 15,40. Cheeseburger, Chili-Burger, 3-Käse-Burger, Country-Burger, Smash-Burger, Veggie-Burger. 100% Halal. Qualität ist wichtig und mit Leidenschaft an die Sache rangehen. Okay. Also sieht auf jeden Fall nach Leidenschaft aus. Die Kruste sieht sehr gut aus. Das gefällt mir. Was macht ihr da immer alles drauf auf das Fleisch? Salz und Pfeffer. Wir nehmen hier qualitativ hochwertiges Meersalz. Ja. Und schwarzen Pfeffer. Ihr sagt nicht Pfeffer, ihr sagt Pfeffer. Schau mal, die machen die Jalapenos auf die Burger drauf. Ja. So, mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Deswegen haben wir Karim dabei. Ein Mann, der sich auch mit Burgern auskennt. Wir haben immer jeden Monat so eine was besondere Burger. Ja. Und diesen Monat ist der Feige Ziege. Mit was allem drauf? Weißt du alles? Ich weiß das Wichtigste. Das ist eine mildere Ziege. Ja. Und entweder je nach Wahl mit Walnuss oder ohne. Viele haben Allergien. Deswegen fragen wir. Die Aktionsburger sind jeden Monat variierend. Entweder länderspezifisch oder saisonal. Ja. Dann machen wir Brainstorming und dann wird getestet, getestet, getestet. Dieser Monat ist es die feige Ziege. Wir nehmen hier einen ganz milden Ziegenkäse, weil die Leute stehen nicht drauf. Und unten geht's los mit der Zitronen-Kräutermayonnaise. Dann haben wir Salat und rote Zwiebeln drauf. Dann ein selbstgemachter Kürbis-Kartoffelrösti. Dann kommt ein Smash-Patty drauf. Dann haben wir den milden Ziegenkäse. Dann ein selbstgemachter Feigenkompott, den wir auch dezent warm machen. Und wahlweise mit Walnüssen, weil es gibt ja Allergiker, die das nicht mögen. Eine Frage, musst du aber ehrlich beantworten. Ist das noch, wenn du da reinbeißt, hast du noch das Gefühl, du isst einen Burger? Ja. Gute Frage. Doch. Ja? Ich bin voll der Freund von Experimenten und sowas, aber ich will, wenn ich einen Burger habe, dass es auch immer noch wie ein Burger schmeckt. Deswegen machen wir das so, du kriegst einen und du entscheidest, ob es so ist oder nicht. Eine Sache würde ich sagen, ich finde es cool, wie kreativ er die Sachen macht. Er macht immer eine Story einmal im Monat und fragt, wer den Burgernamen gibt und danach kommentieren wir es alle und der am besten den Namen hat, der kriegt einen Burger. Kostenlos. Okay, ich weiß, was wir probieren werden. Sag mir, ob meine Idee die richtige ist. Smashburger wichtig. Cheeseburger wichtig. Dann schauen wir jetzt mal ein bisschen über die Finger. Ich bin gerade richtig gespannt, sage ich dir ehrlich. Ich bin auch gespannt, wie es so schmeckt. Mir schmeckt sowieso. Ich will auch mal hier einen Shoutout aussprechen. Danke überhaupt für deine Zeit, dass du dir die nimmst. Für alle Leute, die aus Frankfurt sind, schreibt mir gerne mal unter die Kommentare, ob ihr jemals von Harry's Soul Food gehört habt. Burgerläden haben auch die Brötchen, aber ich kenne die Geschichte zu den Brötchen. Die wurden mit einem Sternekoch kreiert. Okay. Das heißt, der hat einmal für eine Veranstaltung oder zweimal Brötchen gebraucht, ist zu meinem jetzigen Bäcker hin, hat gesagt, ich brauche Brötchen. Und der hat gesagt, ich habe keine, also Burger Buns. Und da hat er gesagt, auf, setzen wir uns hin, haben 3 Wochen probiert und haben dann kam das hierbei raus. Und es gibt auch andere Burgerläden in Frankfurt, unter die wir mitbenutzen. Das ist unser Rinderbacon, den wir jetzt heute nicht benutzen werden. Ja. Das ist kein Pastelma, wie viele denken. Ja. Das ist geräucherter Halal Rinderbacon, das ist überragend. Das sind die 170 Gramm Patties. Weißt du, wie lange es her ist, dass ich einen richtigen Burger gegessen habe, ohne dass der komplett gesmashed wurde? Mein letzter richtiger Burger war der von Ben Zehner für das Burger Media Festival. Ja. Aber das ist jetzt kein Smashburger? Nein. Ich weiß nicht, ob ich Werbung machen nebenbei. Darfst du machen. Das ist ein ganz kleines Unternehmen, ist Roots Natural. Ja. Die machen wirklich High-End-Qualität, machen wir. An Gewürzen. An Gewürzen. Von Salz.
Von dem hole ich auch mein Salz und wenn ich Aktionsburger habe, benutze ich oft deren Gewürze. Die sind wirklich high-end. Also der freut mich, das ist geil. Das ist auch cool, wenn man mit noch nicht so großen Firmen immer zusammenarbeitet. Das sind 100 Gramm Patties. Deswegen haben wir auch so eine große Klappe. Nicht die Klappe. Ich bin seit 20 Jahren Gastronom, ich bin Koch. Und die Gastronomie hat einen schlechten Ruf in Sachen Hygiene. Wir wollen alles zeigen. Wir haben nichts zu verstecken. Wir sind sauber, wir reinigen jeden Tag eineinhalb Stunden, am Wochenende Grundreinigung. Das heißt, alles kommt raus, es wird grundgereinigt und Hygiene. Ich will auch sauber essen gehen. Ich sehe jetzt schon diese kleinen gehackten Hochzwiebeln. Die Kruste sieht stramm aus. Die Kruste sieht sehr, sehr stramm aus, verehrte Damen und Herren. Kurze Durchsage von Randy hier an dieser Stelle. Den Kopf von Öl mache ich nur, damit der hier nicht anklebt, Leute. Manche gehen Backpapier oder irgendwas anderes. Wir haben eigentlich das meiste jetzt gesehen, was da hinten hier im Foodtruck passiert. Mehr braucht man auch nicht zeigen. Es ist immer wichtig, dass man ein bisschen sieht, wie die Farbe des Fleisches ist, bevor es auf den Grill kommt. Das Brot, er hat eigentlich sehr, sehr viel erklärt. Und dann habt ihr hier so eine kleine Kabine. Guten Appetit. Habt ihr hier diese kleine Kabine, wo ihr schön essen könnt? Gib mir einfach hier Burger Hannes Vibes, als du uns besucht hast hier in dem Zelt. Erste Mal besucht hast, gell? Einfach so, mein Herz geht auf. Ich sehe die Leute, die arbeiten hier vom Foodtruck aus. Ja. So, wir haben auch dort gestartet. Das ist dank euch, auch dank dir, Randy, dank Bernd, dank den Leuten, die bei uns da waren. Ich, Karim, immer sage, er ist ein Mensch, der sagt sehr oft Danke und ich sage auch sehr oft Danke. Aber was viele Leute noch nicht verstanden haben, ist, dass es ohne, dass Leute gute Produkte machen, hätten wir auch nichts zu tun. Was auch sehr, sehr wichtig ist, wir brauchen solche Männer, die uns solche Spots zeigen. Sehr, sehr gut. Wenn man an so einem Foodtruck steht, das gibt einem ein bisschen so dieses Eiswagen-Gefühl. Kennt ihr das? Das ist wie ein kleines Kind da stehen und auf das Essen schon mal schauen und der ist auch in der richtigen Höhe. Ich habe hier gerade so eine angebratene Jalapeno entdeckt. Der soll die auf den Burger machen, oder? Siehst du? Man kann nicht alles selbst machen, man kann aber gut einkaufen. So. Immer die Auswahl der richtigen Zutaten. Das ist wirklich so. Man kann nicht alles selbst machen. Also, Kapazitäten sind nicht da. Hier, das ist der Eisburger, das ist der Cheeseburger. Schön gerade halten. Dankeschön. Das ist der Chiliburger. Guten Appetit. Danke. Ich muss kurz Licht checken. Lasst euch schmecken. Dankeschön. Wie sind die Burger? Sind die lecker? Super, wir kommen immer hier. Ja, wie lange kommt ihr schon hierher? 2 Jahre. Ah ja? Ja, heute. Nicht nur ich, meine Familie und alle. Alle? Sieht auch super lecker aus. Im Ramadan sind noch mehrere Tage hier. Geil. Mich habe ich jetzt erkannt hier. Ich habe ja irgendwo gesehen gehabt, aber jetzt habe ich. Freut mich. Brot ist eigentlich größer. Brot ist eigentlich so. Der ist heute ein bisschen kleiner. Genau. Ich sage euch mal so, wie es ist. Das hier ist ein Burger. Ein Burger macht jeden satt. So, und der normale Burger kostet, glaube ich, so 10 Euro. Ja, so. Wenn du nur den Burger nimmst, Menü kostet 15,40. Guten Appetit. Was ich schon mal sagen kann, das Brot hat eine sehr geile Süße. Als zweiter bist du deutlich besser. Ich muss sagen, es sieht sehr brotig aus, aber das Brot verschwindet wirklich. Es ist butterzartes Brot. Es fühlt sich an, kennst du noch von Lidl, wo wir frühstücken waren? Ja. So fühlt sich das an, ja, okay. Wie dieses Brioche-Brot. Einfach, das verschwindet direkt. Das schmilzt. Genau. Ich bin nicht mal der Fan von, wie heißt es, karamellisierten Zwiebeln, aber es macht alles Sinn. Es ist ein super, super leckerer Burger. Einfach mal so gesagt, wie es ist. Es freut mich, als wäre es mein eigener Laden, ehrlich. Mhm. Weil das ist unser Spot. Der Junge ist da vorne, ist mein Kollege, wir kommen hier so oft essen. Ich jetzt nicht seit letzter Zeit, aber sonst kommt wegen Diät. Hin. Nur wegen der Diät. Hat auch funktioniert. Der ist perfekt gesalzen. Der ist fleischig. Das Brot sieht sehr viel aus. Das Brot überrascht mich. Gell? Mich auch. Also ich hätte gedacht, der ist viel zu brotig. Genau, das wäre mein Gedanke gewesen. Ist da so eine Barbecue-Soße drauf? Ja. Ich bin jetzt nicht so der krasse Barbecue-Soße-Fan, muss ich sagen. Aber es schmeckt sehr, sehr geil, weil die karamellisierten Zwiebeln noch dazu so einen Kontrast geben. Schau mal, ich bin kein Barbecue-Soßen-Fan, ich bin kein karamellisierten Zwiebel-Fan, aber ich bin Fan von diesem Burger. Eigentlich dürfte ich ihn gar nicht feiern. Genau, eigentlich sollte er mir nicht schmecken. Aber hast du auch gemerkt, wie die Salznote kickt? Also das Fleisch hat einfach die richtige Menge an Salz direkt bekommen. Super saftig, siehst du das? Guck mal. Gar nicht vergleichen, kannst du es einfach lassen, wie es ist. Dieser Burger, den gehst du essen und du bist ein glücklicher Mann. Wenn du hier mit dem Auto vorbeifährst und das so siehst, denkst du nicht, dass du so einen guten Burger bekommst. Ja, so, schau mal, die machen jetzt selbstgemachte Yuppie-Soße. Aber guck mal, wie klein und fein die Zwiebeln gehackt sind. Safe nicht per Hand. Ist geil. Ich sag, der hat die per Hand gemacht. Ja? Ach, stimmt doch, der ist Koch. Der ist Koch. Gut gesalzene Pommes. Die geben mir ein bisschen In-N-Out-Vibes, sind gut. Ja, Mann. Ja. Ich? Ja. Weil die auch so leicht, das ist so eine mehlige Kartoffel. Ich sag dir ehrlich, ich finde die schlechtesten Pommes, die ich in meinem Leben gegessen habe, In-N-Out. Aber die sind gut, die sind wie In-N-Out. Ja. So. Auch wenn du die Pommes nicht magst, bestellst du immer mit. Nee, ich nicht mehr. Ja? Ich nicht mehr. Ich schwöre, wenn die dabei sind, aber okay, wenn die am Tisch sind, isst du sie?
Ja, so zwei Gabeln gehe ich rein. Was haben wir, was war denn das jetzt für ein Burger? Der Chili-Burger. Der war schon ordentlich scharf. War der scharf? Ja, der ist scharf. Du hast eine Ansage. Ich beiß da jetzt einfach rein. Der ist scharf? Aber kannst du scharf essen? Ja, kann ich. Der ist ein bisschen scharf, aber jetzt nicht. Wow. Aber ich muss sagen... Der kommt vielleicht noch. Ich muss kurz warten. Ich bin schon gekommen. Ich muss sagen, Brot ist einfach gut. Ja, Mann. Oder? Das Brot ist einfach gut. Wow, wow, wow. Martin, wir haben Salat, wir haben rohe Zwiebeln, wir haben Essiggurken und das Fleisch auch eine gute Farbe. Gute Farbe. Junge. Du bist einfach happy. Hey, das ist auch sein Motto. Also es ist wirklich so, er macht nur diese Burger, damit er uns glücklich macht. Der hat noch nie so, glaube ich, weiter gedacht bisher. Ja. Jeder kennt ihn. Jeder kennt ihn persönlich, jeder kennt ihn privat. Jeder meint ihn, der Mann da hinten, den ihr vorhin gefilmt habt. Was haben wir hier noch wie ein Burger? Ist das der Cheeseburger? Das ist Cheeseburger. Nee, aber weißt du, ich schwöre, der sieht ein bisschen aus so nach, wenn du so früher Burger gemacht hast zu Hause, kennst du das, so Salat. So sah der aus. Ja. Aber der hat halt nie so geschmeckt, ja, wenn man ehrlich ist. Wenn man überlegt, dieser Burgerladen ist eigentlich nur dafür da, für diese ganzen Industriemenschen, die in der Mittagspause kommen und kurz hier essen kommen. Und wir haben den dann zufällig entdeckt und seitdem geben wir da immer Essen. Also es freut mich, dass es ihm gefallen hat, weil er hat Burger auf der ganzen Welt gegessen. Auch du hast überall Burger gegessen. Deswegen freut mich sehr. Schau dich das hier mal an. Super frisch, super sauber, einfach klassisch, saftig und so wie ein Burger aussehen muss. Ich kämpfe hier gerade, damit das nicht auseinanderfällt bei mir. Es schmeckt wie Kindheit Burger machen. Schau mal, wie der tropft. Das ist ein saftiges Ding. Smashburger hat richtig Druck, gell? Der hat richtig Druck. Ja, richtig Druck. Ladies and Gentlemen. Foto machen. Ja? Foto machen? Ein Foto. Ja. Wie hat der Burger geschmeckt? 1 bis 10? Ja. Sehr gut. Sehr gut, perfekt. Ja, gut. Alle waren gut. Also was ich euch auf jeden Fall sagen kann ist, viele Burgerläden in Frankfurt würden gerne, dass deren Burger so schmecken wie eure. Danke. Sag ich dir so, wie es ist. Vielen Dank. Super lecker. Und der gibt mir so ein bisschen Kindheit-Vibes. Und weil die alle so gut waren, hätte ich auch gerne einmal diesen feige Ziege. Ich will den jetzt einfach probieren. Das sind süße Zwiebeln. Ja. Es gibt aus Italien, aus einer Gegend, Tropea, so sind die Zwiebeln. Ich glaube, das sind die. Die sind super süß. Probier mal. Die sind eigentlich nur für den Crunch da. Aber die gibt dir nicht diesen Zwiebelkick. Im Sinne von, du isst gerade eine rohe Zwiebel. Finde ich schon eigentlich. Rohe Zwiebel? Gibt dir das rohe Zwiebel, weißt du? Ihr habt keine Nussallergie oder so? Gar keine Allergie. Alles gut. Und auch wenn, ich will den Burger trotzdem genießen. Du hast nicht Bock drauf, ja? Gesicht schwillt so an, aber ich esse den trotzdem. Wie weit ist die Station von Frankfurt? Frankfurt Süd? Ja. Ein oder zwei, gell? Von Frankfurt-Luise eine Station, Frankfurt-Luise okay. Zwei. Deswegen sagen wir trotzdem, dass der Burger in Frankfurt ist. Fertig. Ob ihr in den Kommentaren wollt oder nicht. Weil ich sag, der ist brotgeil. Wenn du den Burger am Anfang vom Video anschaust, als er rauskommt, da war das Brot so dick und so hoch. Und man denkt, man hatte so eine richtig krasse Teigmasse. Und jetzt siehst du, wie der einfach platt gedrückt ist, wenn du den zusammendrückst, wie dünn das Brot ist. Aufgrund der Tatsache, dass diese Burger alle so gut geschmeckt haben und die wirklich on point waren. Ich sag mal so, man kann theoretisch, geschmacklich, finde ich, von der Umsetzung jetzt nicht viel gegen den Burger sagen. Dir da hinter dem Bildschirm schmeckt der Burger vielleicht nicht ganz so gut wie mir oder wie ihm. Aber mir hat er auf jeden Fall super geschmeckt. Danke für die Empfehlung. Gerne. Deswegen haben wir jetzt hier einen Burger bestellt. Erklärung kommt nochmal, ich habe das gefilmt, oder? Wir nehmen ganz wilden Ziegenkäse, mit Stehnisch drauf, mit unten Zitronen, Kräutermayonnaise, dann haben wir Salat und rote Zwiebeln drauf, dann ein selbstgemachter Kürbiskartoffelwurst, dann kommt das Smashpatty drauf, dann haben wir den wilden Ziegenkäse, dann ein selbstgemachter Feigenkompott, den wir auch dezent warm machen und wahlweise mit Walnüssen, was ich da leer gekriegt habe. Genau das, was er gerade gesagt hat, diesen Burger haben wir hier. Ich bin der Letzte, ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, es wird sich fast anfühlen wie eine Nachspeise. Wir haben hier wirklich Walnüsse, wir haben Feigenkompott, da ist so viel drin, ich will gar nicht viel reden, wir beißen rein und sehen, wie gut es schmeckt. Schmeckt geil. Aber. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es beschreiben. Schmeckt ein bisschen wie nach Kartoffelpuffer mit Feige oder Apfelmus. So kann man sich ungefähr vorstellen. Doch um eine Sache zu klären, für mich ist das kein Burger mehr. Das muss ich einfach sagen. Aber es ist super lecker. Also man beißt da rein. So viele verschiedene Konsistenzen von Walnuss bis zu dem Ei, Salat, schön frisch. Macht Spaß, oder? Würdest du wieder bestellen? Würde ich mir einmal noch bestellen, ja. Ist auf jeden Fall was, was ich noch nie gegessen habe. Machen wir so, weil wir gerade gegessen haben. Danke für diese Empfehlung. Harry's Soul Food. Welchen Burger fanden wir am besten? Also ich muss sagen, muss kurz überlegen. Ich glaube, der Smashburger hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Ja. Der Smashburger hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin zwischen Smashburger und dem Classic Cheeseburger, den er hatte. Wobei der Smashburger ein bisschen mehr mit der Kruste herausgestochen hat. Ich glaube, bei mir entweder Smash oder sogar dieser Chili, weil der mal richtig scharf war. Bei dir auch? War der scharf? Ich habe nicht gegessen. Der war scharf. Der Chili-Burger oder Smash-Burger. Ja, bei mir auch. Also alle waren super.
bis auf jetzt des Monats war jetzt einfach für mich kein Burger mehr, das habe ich gesagt. Aber dieser Smashburger, weil der auch ein bisschen wieder was Neues war. Checkst du? Brot war anders. Ja, genau. Das Brot, so. Ich sag ehrlich, das Brot ist super weich. Kuss geht raus. Zu leid, ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Wo sind wir hier? Wie heißt der Burger? Das wisst ihr nicht. Harry, ja. Ja. Harry, ja genau, ja. Harry, ich werde langsam Harry, Harry ist der Beste.